Ja, eigentlich fühle ich mich gut vorbereitet, aber man ist dann trotzdem sehr aufgeregt. Man möchte das Richtige sagen, aber was ist das Richtige? Es gibt ja kein Gremium, was mich kontrolliert. Ich bin dahingehend hier relativ frei. Frei, das Richtige zu sagen, frei, das richtige Buch vorzustellen. Ja, aber was heißt das alles? Es ist immer eng gekoppelt mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Ansprüchen. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zur Bücherschatzkiste von Askson Vagat. Und ja, ich fange direkt an mit Trinken. Ich fühle mich auch da ein bisschen unbehaglich, weil doch das Thema und das Buch heute etwas ernster sind. Und deswegen ist es fast ein bisschen unpassend. Aber ich möchte jetzt erstmal mit der Tradition auch nicht brechen. Ich trinke heute, kurz angemerkt, ein Schokoweser von Stone. Ist eine amerikanische Brauerei und das ist so eine Art ja, mexikanisches Bier, Imperial Stout, inspired by Mexican Hot Chocolate in Tres Leches. Na gut, ich bin gespannt. Ich habe heute auch mal ein nicht allzu typisches Glas dafür genommen, denn ich hatte es ja schon mal anklingen lassen. Auf der gegenüberliegenden Seite, die ihr nicht seht, steht meine liebe Frau und die möchte davon auch noch etwas abhaben und den Spaß möchte ich ihr natürlich nicht missgönnen. Denn gleich, Prost. Wow, ja, das, also ja. Ich hatte irgendwas mit Pepper gelesen, das ist auf jeden Fall drin. Pfeffer hat dann heute auch die Buchvorstellung, denn es geht um den Mann, den ihr hier lächelnd seht. Das ist Otto René Castillo. Ist geboren am 25. April 1934 in Cuesta-Tenango, Guatemala. Es gab in Guatemala, wie in vielen mittelamerikanischen und südamerikanischen Staaten, einige Probleme. Die Zeit von 1944 bis 1954 zählt als das demokratische Jahr, in dem sich viel entwickeln konnte, in dem zum Beispiel auch eine Arbeiterpartei zugelassen war, in der der gute Herr dann beigetreten ist. 54, ich sagte schon, das Endjahr dieser demokratischen Zeit, da begannen dann Säuberungswellen gegen die Kommunisten. Alles, was kommunistisch ist, sollte platt gemacht werden. Und wenn man Kommunismus und Mittelamerika hört, dann weiß man auch gleich, welche große Nation da eventuell noch im Schatten steht und da die Fäden spinnt. Ja, die Säuberungswellen haben auf jeden Fall Castillo dazu veranlasst, in ein freiwilliges Exil zu gehen. El Salvador, das Nachbarland, da waren die Jahre der hohen Kaffeeerträge mittlerweile vorbei und auch da haben sich gleich kommunistische Bewegungen gebildet, die er darin unterstützt hatte im universitären Sektor und er hat dort mit einem Künstlerzirkel zusammen neue Maxime für die Künstler aufgestellt, die da wären: Der Dichter ist moralisches Verhalten, er muss schreiben, wie er denkt und leben, wie er schreibt. Er ist dem Volk verpflichtet. Das klingt natürlich erstmal sehr hochtrabend, aber genau diese Maxime, das war ja sein Lebenskredo, könnte man auch sagen. Er hat natürlich dann immer zwischen El Salvador und Guatemala hin und her gewechselt. Manchmal halb ans musste, manchmal nicht. Sein Wegbegleiter Rocke Dalton, ja, hat auf jeden Fall gesagt, Widerstand und Widerstand und Exil. Das heißt, hat sich da auch eher bedeckt gehalten. Castillo hat dann ein Studium angefangen der Rechtswissenschaften, hat in Guatemala neue Formen der Organisation gesucht für die Bewegung, für die Arbeiterbewegung, hat dann aber ein Stipendium bekommen und hat einen Studiumplatz in Leipzig angenommen. Das war von 59 bis 62. Hat hier dann auch in die Filmindustrie reingeschnuppert und ist 66 zurückgekehrt nach Guatemala mit dem Ziel, die Eroberungskämpfe aufzunehmen der verschiedenen Länder und war dann teilweise auch Theaterleiter am Tag und in der Nacht hatte sich den Guerillas im Untergrund angeschlossen. Konkret war das die Guerillas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Das ist eine kubanische Einheit gewesen, die dort vornehmlich auch aktiv war. Und ja, am 19. März 1967 kam es dann dazu, dass das Leben zwischen Bohem
und Militanz beendet wurde, indem er verhaftet wurde und wie man den Überlieferungen glauben mag, gefoltert und bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Deswegen tue ich mich dann auch mit Bier trinken nebenbei so ein bisschen schwer. Das hat halt alles einen etwas seltsamen Touch. Aber es ist ein wichtiges Buch, es ist ein wichtiger Autor und das gemeinsam wollte ich nicht verhindern, dass ich das euch heute vorstellen kann. Aktuelle Bezüge ist natürlich ein bisschen schwierig, weil er ist jetzt auf der großen Weltbühne der Literatur ein relativ kleines Licht, trotz alledem, in dem Land selber natürlich nicht. Ich habe einen Artikel gefunden in The Wire, das soll ein amerikanisches Magazin sein vom Oktober 2018, wo ein sehr umfangreiches Porträt von ihm entworfen wurde, von Castillo, unter dem Namen The Guatemalan Poet Who Took on the CIA. Da wird über die turbulenten Geschichtsjahre gesprochen, anhand der Biografie von Castillo. Da wird über die außenpolitische Situation mit der USA gesprochen und das Ganze wird gespickt mit kleineren Gedichten, die sie da noch mit einstreuen. Also es ist ein wahnsinniger Spagat, den der Artikel aber sehr gut schafft. Ich verlinke ihn wie immer in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne bei Interesse einmal durchlesen. Danach hatte ich noch vom Doc-Festival in Leipzig, also Dokumentationsfestival, eine Dokumentation gefunden vom Jahr 67. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben gehabt. Ich glaube, da gab es nochmal eine Neuauflage von 2012, in dem Wegbereiter, die damals als Castillo bei der DEFA angestellt war, also bei der Deutschen Filmagentur der DDR, seine Kollegen waren, die hatten nach seinem Verschwinden, nach seinem Tod, haben sie sich auf Spurensuche begeben in der DDR, sind dann auch nach Guatemala und ja, sind als Fragende eigentlich zurückgeblieben dann. Ja, wie kam das Buch zu mir? Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal erwähnt gehabt, diese ganze Situation, dass viele lateinamerikanische Schriftsteller von mir gelesen worden sind, die haben mit einer Reise begonnen und die Reise ist auch noch lange nicht vorbei. Mich hat die Biografie angesprochen. Wenn nicht angesprochen, dann meine ich das nicht im Sinne von, es war schön, sondern es war sehr eindrücklich. Theaterdirektor am Tag, in der Nacht, Guerilla, das wirkt ja schon fast so ein bisschen superheldenartig. Und das hat mich einfach interessiert und es ist wahnsinnig schwer, dann davon Bücher zu kriegen. Und wenn man schon in den hiesigen Antiquariaten nichts bekommt, es gibt keine Neuauflagen von Büchern, dann bleibt einem nichts anderes übrig, außer das Internet zu benutzen. Da gibt es dann einschlägige Seiten wie Medimobs, wie Booklogger, die man nutzen kann. Ich persönlich empfehle da sehr gerne auch das ZVAB, also das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher. Da finden sich das ein oder andere Schmuckstück. Aber auch da muss man ab und zu warten. Mittlerweile gibt es aktuell einige Ausgaben. Ich musste damals wirklich ein bisschen warten. Und deswegen geht es heute um das Buch Selbst unter der Bitterkeit. Gedichte aus Guatemala in zweifacher Ausfertigung. Ich muss voranschieben, es gibt neben Castillo einen anderen sehr, sehr weltbekannten Dichter aus Guatemala. Und zwar ist das Asturias. Asturias ist auch Nobelpreisträger. Und mit diesem, was ich eingangs gesagt hatte, der Dichter muss ein moralisches Wesen sein. Das ist ein Satz, den Asturias geprägt hatte. Es hat sich aber im Laufe der Geschichte des Landes dann zwei Strömungen aufgespalten, zu dem man sagen kann, entweder geht man den Asturias-Weg, den Weg der Bekömmlichkeit, den Weg des Wohlgefallens oder den Weg des Unbequemen. Und das ist ganz eindeutig dann René Castillo. Asturias hat zum Beispiel Einblicke in die großen Geschehene gegeben mit seiner Bananentrilogie, allem voran der grüne Papst, hat er die politischen Geflechte aufgezeigt. Und Castillo zeigt dahingehend, er bildet das Pendant sozusagen, der das Gegenstück als Ganzes darstellt, zu den Kleinen. Und wenn ich Kleine sage, dann meine ich diejenigen, die unter den damaligen Verhältnissen oder Missverhältnissen ja viel mehr gelitten haben. Und klein, in Anbetracht der Masse, müsste man es dann auch wieder als groß bezeichnen. Das würde natürlich nur für zu viel Verwirrung sorgen. Er war ja, die Stimme der Hoffnung und hat seinen Landsleuten und auch darüber hinaus in Mittelamerika vielen Leuten als Krücke gedient, als Vorbildfunktion auch in Mittelamerika. Und ja,
möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe hier einige Gedichte rausgesucht, die sind sowohl im Spanischen wie auch in der Übersetzung nicht gereimt. Geliebte Mutter, es gibt so viele Dinge, die du nicht weißt von mir, Mutter, dass mir manchmal deine Hände so sehr wehtun, wenn sie zum Beispiel mein armes Haar nicht befragen mit der Sprache ihrer greisen Finger. Du weißt es. Wir müssen unser Land verändern, allein mit unseren Händen. Mit deinen 66 Jahren verstehst du mich noch. Aber ich weiß, dass es dir lieber wäre, ich wäre beruhigt über all diese Dinge. Du fürchtest, dass sie kommen und dir sagen, die Genossen, ihr Sohn starb. Am frühen Morgen, Senora, vielleicht würdest du meinen Tod verstehen. Vielleicht auch nur deine warmen Tränen. Wer weiß, wie deine stärksten Äste zittern würden. Mutter, hoffentlich muss ich dir nicht solchen Schmerz bereiten, aber du weißt es. Deine Brust existiert nicht für mich, weil ich keine Ruhe habe. Und damit dir dein Sohn, den du liebst, nicht noch mehr Qual bereitet, muss ich lachen, Mutter. Auch wenn du weißt, dass ich leide. In Wahrheit kenne ich dein Lachen nicht. Mein dunkelhäutiges Land, von dir kenne ich nicht das einfachste Lächeln. Es ist sehr traurig, aber in Wahrheit weiß ich nicht, wie du lächelst, noch wie dein wahres Angesicht ist, denn von dir weicht niemals das Weinen. Wahr ist, dass ich dein Lachen nicht kenne. Und ich werde älter, meine Haut, meine Seele, jeden Tag, der geht, ohne dass deine Augen es wüssten, die nur unermesslichen Tränen für mich hatten. Und darüber hinaus ist es sehr schrecklich, ein Land zu haben, das nicht lächeln kann, weil es den finsteren Hieb des verdammten Schattens fürchtet. Als Sohn geht man dann durch die Welt, an Schweigen so sehr gewöhnt, dass alle sich fragen, ob man wirklich unermesslich gelitten hat, um so allein geblieben zu sein und um so viel Einsamkeit gelernt zu haben in so kurzem Dasein. Und wenn man es wagt zu lächeln, um ein wenig seine Asche zu verdecken, ist die Traurigkeit größer und das Gesicht noch schwermütiger. Warum sind die Guatemalteken so traurig? Fragen mich in Berlin die Leute oft. Ich wende nur mein Gesicht ab, nach draußen, und ein Getöse aus Gefängnissen und Schlägen dringt schneidend aus mir wie ein verwundetes, wildes Tier. Und alle verstehen dann meine Antwort, ohne dass mein Gesicht aufgehört hätte, traurig zu sein. Trotz so großen Mutes und solcher Erfahrung, gestülpt über die Lippen. Hoffentlich müssen meine Enkel nicht so sehr leiden an dir wie ich. Ich will von dir nur ein Lächeln, meine Dunkelhäutige, weil es bitter ist, für einen Sohn nicht zu wissen, wie seine Mutter lächelt, wenn er sie die ganze Zeit in Tränen sieht. Wirst du, mein Land, eines Tages von so vielen wirklich lachen für mich? Ich weiß es, meine Dunkelhäutige, und allein für diese Sekunden lohnt es sich, gekämpft zu haben, ein Leben lang gegen so viel Elend und so viel Tod. Morgen der Sieg. Und wunderbar, sich schon siegreich zu wissen. Ja, so seine stille Vorlesung. Das Wichtigste von allem. Als die Nationalarmee, die das Land besetzt hält, den Streik der Eisenbahner für mehr Brot niederschlug, sagte ein Arbeiter, ist es nicht so, wie ich sagte? Man kann nicht gegen die rohe Gewalt kämpfen. Ich hab's gesagt und keiner glaubt es mir. Wir sind wirklich so schwach und so allein. Es wird am besten sein, sich in der Arbeit zusammenzureißen. Damit uns keiner entlässt, so müssen wir nicht Hunger sterben.
Und ein Heizer fügte hinzu, man gewöhnt sich so sehr ans Leiden, dass einem nichts mehr wehtun kann, als es schon einmal wehtut. Es wird das Beste sein, für das Begräbnis zu sparen. Und ein anderer Arbeiter sagte, wir sind nichts. Nichts, absolut nichts und wir können nichts tun. Und ein weiterer sagte, das sind Dinge des Schicksals. Uns hat es getroffen, arm zu sein und wir werden arm bleiben bis zum Ende aller Jahrhunderte. Doch ein letzter Mensch kam und sagte Folgendes. Der Mensch hat kein Schicksal. Er hat einzig und allein seine Hände und was er mit seinen Händen macht. Das ist es, was der Mensch sein Schicksal nennt. Seine Biografie, seine Legende. Schaut euch zum Beispiel eure Hände an. Sie sind so stark und gewaltig. Und sie sind die Feder, die die Welt am Laufen hält. Und schaut eure Gesichter an. Aus ihnen blickt die Zukunft. Und in ihnen bricht der Sieg an. Und wenn einer zweifelt, warum sie uns niedergeschlagen haben, für den Augenblick, der muss wissen, dass die Zeit ein rotes Lächeln im sanftesten Teil ihrer Seele bringt. Was geschah zum Beispiel mit den rostfreien, stählernen Faust der alten Tyrannen? Wo sind die alten Zaren? Wo die alten Mandariner? Die düsteren Herren des östlichen Europa? Wo verstecken sich jetzt die alten Kolonialisten? Wo sind sie? Die Kuba mit Füßen getreten und das blaue Gesicht des karibischen Meeres in den Dreck gezogen haben. Vergesst es nicht, Genossen. Die Zeit bringt ein rotes Lächeln mit dem Geruch nach dem Mandat der Massen. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann danach. Es gibt immer ein Danach. Für jede Niederlage und die Verfolgten von heute werden die Verfolger von morgen sein. Vergesst das nicht, meine Herren Henker. Die Niederlage von heute wird der Sieg von morgen sein. Und als er fertig gesprochen hatte, mischte er sich unter die Menge der unterlegenen Arbeiter. Und keiner empfand diesen Tag mehr als unnütz, an dem die nationalen Besetzungstruppen den Streik der Eisenbahner für mehr Brot niedergeschlagen hatten. Seht nun, das Wichtigste ist immer mit dem Volk zu sprechen, selbst in den Stunden der bittersten Niederlagen und der tiefsten Enttäuschung. Vergesst es nie, Genossen. Das Wort Revolution ist nicht zu trennen von dem Wort Hoffnung. Genugtuung. Das Schönste für die, die ihr ganzes Leben gekämpft haben, ist am Ende sagen zu können, wir glaubten an den Menschen und das Leben. Das Leben und der Mensch haben uns nie betrogen. So sind sie ein Gewinn für das Volk. So entstehen ewige Beispiele. Nicht, weil sie einen Teil ihres Lebens kämpften, sondern weil sie alle Tage ihres Lebens kämpften. Nur so werden die Menschen zu Menschen, indem sie Tag und Nacht ums Menschsein kämpfen. Dann öffnet das Volk seine tiefsten Flüsse und mischt sie für immer mit seinen Wassern. So sind sie, feuerrote Fernen. Deshalb wohnen sie tief im Herzen des Beispiels. Meine Liebste, ich weiß es, denn auch ich bin unbeständig. Eines Tages wirst du genau wissen, wer ich war und warum mein rauer Charakter, ich bin nie roh gewesen, mit einer Schwertlilie, einem Kind oder einer Schwalbe. Nie habe ich den Fuß gesetzt auf den Traum und die Arbeit eines Freundes. Das Menschliche ist für mich das Höchste, wohin man nie kommt, denn immer noch reitet in uns viel von dem ursprünglich wilden Tier. Und dennoch ist es sehr hart, Sohn dieser Zeit zu sein, aber es ist nicht gut, all diese Dinge so zu sagen, weil später, als die Menschen die Orangenbäume weinen, so bitter sind die Tage, die vergehen in meinem armen Land. Es ist Herbst in mir. Und nur ein Blatt bleibt ganz oben in meinen Ästen. Wenn es fällt, wird die Kälte gekommen sein, mich zu umhüllen. Und es wird schwer sein, weiterzuleben. Aber Leben ist, was du mich gelehrt hast.
mit freudiger Zärtlichkeit und ich werde leben müssen, auch wenn die Einsamkeit und die Kälte schrecklich und stumm mit den Zähnen mir täglich mein Herz zerreißen, in dessen Höhen immer noch dein Name brennt. Oh. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, das vorzulesen. Habt immer stark mit mir zu kämpfen. Ich habe das jetzt im Vorfeld vielleicht schon ein paar Mal gelesen, aber irgendwie wird es halt immer schwer ums Herz. Womit wir bei dem banalen Punkt wären, was ich gut finde. Es bewegt mich. Es bewegt mich. Und man muss da dem Übersetzer wirklich auch Respekt zollen, dass es einen so rührt. Ich meine, vielleicht rührt einen das Original noch mehr, vielleicht weniger, aber die Gefahr bei Übersetzung ist natürlich immer groß, dass etwas verloren geht. Aber in dem Fall fühle ich es. Ich fühle die Biografie von Castillo. Ich fühle die Ungerechtigkeit und dass es mich mitnimmt. Aber dieses Mitnehmen, was ist das? Ist das jetzt einfach nur eine unausgereifte, gurgende Melancholie, die in mir schwebt? Ist das einfach nur ein plattes Mitleiden wollen? Ist das, weil ich mich vielleicht aktuell mehr als denkend als handelnden Menschen begreife? Ich glaube, das ist wirklich dieser Punkt der Ungerechtigkeit. Aber es ist in mir nicht dieses Gefühl der Trauer, die mich so mitnimmt. Es ist dieses Gefühl der Wut, dass es anscheinend Ungerechtigkeit geben muss. Gerade bei diesen sogenannten Hinterhofländern in Mittelamerika, die immer wieder unter der Last einer großen Industrienation der USA zu kämpfen haben und immer wieder für Instabilität in den Ländern sorgen. Und das ist das, was es mit den Menschen macht. Das ist, ja, dafür gibt es eigentlich keine Bezeichnung, was das ist. Wenn man da noch etwas Positives raus extrahieren möchte, dann, dass es solche Schreiben gibt. Aber was sind solche Schreiben, was sind solche Schriftsteller wie Castillo, wenn sie nicht gelesen werden? Deswegen ist es wichtig, er hat ja das Schriftstellertum immer als sein sekundäres angesehen, aber der primäre Kern seiner Tätigkeit auf der Welt, der ist vorbei, der ist Geschichte mit ihm, der ist Vergangenheit und das, was noch lebt, ist das Sekundäre. Und das Sekundäre ist seine Schrift und die lebt nach wie vor und die ist wichtig weiterzutragen. Von daher möchte ich das gar nicht jetzt als eine lose Buchvorstellung verstanden wissen, sondern als meinen ganz bescheidenen Akt gegen das Vergessen. Und insofern möchte ich nicht selber abschließen mit eigenen Worten, sondern möchte Castillo das Wort überlassen. Aber wenn einer fällt, einer, dessen Liebe größer ist als alle Kathedralen von allen Planeten, wenn einer fällt, ist es, weil irgendeiner fallen musste, damit die Hoffnung nicht fällt.